Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, sehr geehrte Zuschauer. Mein Dank gilt einmal Ihnen, Frau Bundesministerin, und natürlich auch den Verantwortlichen der Vorgängerregierungen für die Vorlage dieses durchaus sehenswerten Papieres. Ich danke vor allem für die Verantwortung, die hier auf breiter Ebene gezeigt wird. Dieses Papier wird vor einem Szenario präsentiert, das man doch langsam, aber sicher mal auch andenken sollte. In der Grundstoffindustrie, in der Autoindustrie, vor allem aber nehmen wir mal konkret die Autoindustrie, haben wir derzeit in Europa ca. 50.000 Arbeitsplätze, die verloren gehen bei Autofirmen und ihren Zulieferern. Das sind bekannte Namen: Bosch, Continental, BMW, VW, Opel. Und 360.000 sind in Gefahr, in den nächsten 2 Jahren weiter verloren zu gehen. Jobs, wie es so schön immer heißt, Arbeitsplätze, Geld, das für Familien dient und ausgegeben wird, für Kinder, für Ernährung, für Wohnen und so weiter. In der Grundstoffindustrie gehen in Italien wahrscheinlich 10.000 Arbeitsplätze verloren. ThyssenKrupp setzt 2.000 Mitarbeiter frei. In Linz können wir darauf warten, dass ein ähnlicher Schritt hoffentlich vermieden wird, wahrscheinlich sich nicht vermeiden lässt. Und in Deutschland geht die IG Metall her und hält Mahnwachen. Mahnwachen wegen zu hoher Energiekosten und zu hoher Umweltauflagen. Ja, meine Damen und Herren, darüber sollte man auch einmal nachdenken, wenn man hergeht und einfach diesen Energie- und Umweltplan grundweg als schlecht bezeichnet. Und ich zitiere den ehemaligen Generaldirektor Eder von der Voestalpine, der sagt: Wer glaubt, in den nächsten 20 Jahren gibt es Änderungen im CO2-Regime, der liegt einer Utopie. Ja bitte, das zeigt ja ganz genau, woran das System krankt. Wir haben in der Politik wunderbare Politikwissenschaftler, Juristen, wir haben Journalisten und alles Mögliche. Und die erklären uns ex cathedra und vielleicht noch mit der Unfehlbarkeit, wie das jetzt in der Wirtschaft vor sich zu gehen hat. So wird es nicht funktionieren, und das ist genau der Grund, warum aus Europa die Betriebe absiedeln in die USA, in die bösen USA, die teilweise höhere Umweltauflagen haben als wir in Europa, oder nach Asien. Meine Damen und Herren, wir brauchen Maßnahmen. Das ist ganz klar, und die zitierten Maßnahmen und die in diesem Plan drinnen sind, sind nicht schlecht. Und ich gehe auch davon aus, dass die SPÖ die Nahverkehrsmilliarde, die Forschungsgelder, die Raumplanung und auch den Wasserstoff und Ähnliches nicht ablehnt, sondern sogar ganz konkret befürwortet. Wir brauchen aber auch mehr Europa, und zwar mehr intelligentes Europa. Mehr intelligentes Europa, dass man zum Beispiel die 10% der umweltfreundlichsten Betriebe in den Sparten einmal Zertifikat freistellt, damit sie nicht doppelt belastet sind. Ich weiß, dass das verschiedenen Parteien in Österreich egal ist, aber das bringt unsere Wirtschaft und unsere Arbeitsplätze um. Ich möchte mehr intelligentes Europa, wenn es um den Tanktourismus geht. Denn jeder Volksschüler kann zusammenrechnen, was die LKWs an den Tankstellen tanken und dann in andere Länder damit fahren. Dieser Tanktourismus unterstützt unseren Finanzminister. Wenn wir das kurzfristig wegfallen lassen, sind 6% unserer Finanzen weg. Das kann manchen egal sein, die immer nur sagen, da muss man Geld in die Hand nehmen. Aber bitte nicht in Österreich mit dieser eh schon hohen Steuerbelastung, denn die Finanzen werden kurz weg sein, wenn es soweit ist. Und ich erwarte mir auch, dass in diesem Parlament natürlich Maßnahmen beschlossen werden, wie es immer so schön heißt, aber nicht gegen die Bevölkerung, sondern für die Bevölkerung. Und die Bevölkerung, unser Volk, die Österreicher, die werden nicht repräsentiert durch irgendwelche NGOs, sondern durch dieses Parlament hier. Wir sollen nicht mit den NGOs, sondern mit den Menschen etwas beschließen. Wir wollen gute Maßnahmen. Wir wollen auch, dass man die
die Demokratie respektiert und beispielsweise die Unterzeichner des Klimavolksbegehrens berücksichtigt, aber alle Volksbegehren und nicht bloß die, die einem ideologisch gerade unter die Nase passen. Und wenn man direkte Demokratie ernst nimmt, dann erwarte ich vom Klubobmann Kogler, dass er das auch entsprechend umsetzt. Ansonsten müsste man in einer Rückgratschwäche zeigen. Meine Damen und Herren, vernünftige Maßnahmen, wie sie in diesem Plan drinnen sind, vernünftige Maßnahmen für Wirtschaft und vor allem für Arbeitsplätze und soziales Auskommen in Österreich. Das war Gerhard Deimek von der FPÖ.